Ausflug in eine andere Welt, Welt des Racings. Es ist immer schwierig, frei zu bekommen von Frauen und Kindern. Deswegen haben wir hier die Möglichkeit geschaffen, einfach alle mitzubringen. Wir wohnen in einem sehr guten 5-Sterne-Hotel unten an der Küste. Wir haben eine eigene Kinderbetreuung, sodass man hier wirklich kein schlechtes Gewissen haben muss, wenn man einen Tag an der Strecke verbringt. Wir sind hier im Ascari Race Resort im südlichen Spanien auf Europas exklusivster Fahranlage. Wir machen hier unter anderem 1:1 Coaching. Sprich, wir schauen, wo noch versteckte Potenziale bei dem Fahrer sind, um diesen über den Tag hin schneller zu machen. So eine Rennstrecke und alles so unkompliziert, weil das Clubhaus ist direkt vor Ort, die Boxengasse ist 1A zugänglich, man kann einsehen. Perfekt. Traumhaft. Ich vergleiche es immer mit einem eigentlichen Golfresort mit Rennstrecke. Unsere Coaches setzen sich neben euch und geben schon während des Fahrens hilfreiche Tipps für die Linie, Bremspunkte und so weiter. Und analysieren danach mit dem eingebauten Video- und Data-Recording während einer Debriefing-Session euren Fahrstil. Ihr könnt es in Ruhe übergehen, habt 20 Minuten Zeit, euch zu erholen und dann geht's raus zur nächsten Sitzung, um das Gelernte umzusetzen. Ganz klar, wenn die Profis eines vormachen, das ist eine andere Dimension. Da kann man sie nicht vergleichen. Ich glaube, was einfach wichtig ist, ist üben, üben, üben und Gefühl dafür bekommen. Ascari liegt nur 10 Kilometer entfernt von Ronda, einer mittelalterlichen Stadt. Hier findet man die älteste Stierkampfarena in Spanien. Ronda ist markant durch eine Schlucht durchzogen, mit gut 200 Meter Tiefe, mitten durch die Stadt durch. Ist immer ein Ausflug wert. Das ist hier ein Komplettpaket. Hier ist nicht nur das Fahren perfekt und ein Ausflug in eine andere Welt, auch das Hotel und der ganze Service außenrum ist perfekt. Wir machen meistens ein schönes Abendprogramm, gehen gemeinsam essen, lassen den Tag ausklingen, sodass also das nicht nur reines Fahren ist, sondern ein wirkliches Erlebniswochenende im Winter hier bei sommerlichen Temperaturen.